Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Wir sind hier in der Fjord City auf der Suche nach Zahedi und stecken hier noch mitten im Kampf fest. Die Gegner halten auf jeden Fall immer mehr aus. Wir müssen definitiv uns bald mal nach einer neuen Waffe umgucken. Er hat sich im Gras versteckt. Schweinebacke. Ach, Mist. Und wir haben Weltstufe 4 erreicht. Bist du wirklich von der Erde? Wie war's da so? Nicht so, wie du vielleicht denkst. Meine Generation wusste, dass die Erde am Ende war. Wir haben ums Überleben gekämpft. Um einen Platz auf der Flores. Ich habe ein paar schöne Erinnerungen. Aber die waren kaum mehr als Desserts im Todestrakt. Weiß nicht, ob ich mich über Weltstufe 4 jetzt so freue oder nicht, weil es wird natürlich auch immer schwerer. Ich möchte natürlich, soweit es geht, immer auf der höchsten Stufe spielen, die wir haben, weil einerseits schalten wir dadurch die nächste Stufe frei. Also ich glaube, wenn wir jetzt weiterhin auf der Stufe 3 spielen würden, kriegen wir hier den Balken nicht voll, dass wir die 5 erreichen. Und es gibt natürlich auch besseren Loot. Aber es ist halt die Frage, ob man solo hier wirklich so gut durchkommt. Ich hoffe mal sehr. Ich habe leider gelesen, dass Pyromant eigentlich nicht so die geilste Solo-Klasse ist. Sondern dieser Techno-Typ wohl angebrachter ist. Aber wir probieren es halt und wenn wir nicht durchkommen oder nicht weiterkommen, dann müssen wir halt mit der Weltstufe einfach ein Stück weiter runtergehen. Ziel hier vom Let's Play ist, wie ich es ja auch schon mal erwähnt habe, jetzt nicht den krassesten Loot und die geilste Ausrüstung zu kriegen, sondern ein bisschen die Story und die Nebenmission durchzuspielen, um euch das Spiel zu zeigen. Und ich werde mir dann so oder so noch einen zweiten Charakter machen, mit dem ich dann außerhalb des Let's Plays spiele, wo es dann vielleicht noch mehr um die ganzen Gegenstände, Loot und so weiter geht. Naja. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Wege. Einmal hier unten lang und einmal hier lang. Ich würde jetzt erstmal hier oben lang laufen. Ja, unser Zielsymbol ist eh wieder da hinten. Wo führt es denn hin? Es führt unten lang. Na, wir gucken mal. Vielleicht finden wir hier noch eine Truhe. Geht's hier rein? Nö, geht nicht rein. Nö, ist nicht zum Reingehen gedacht. Okay. So, Reise initiiert zum Kraftwerk. Da steht schon der erste. Also deckungstechnisch haben wir hier fast gar nichts. Der erste Skill hier mit dem Verbrennen, mit dem Feuer vor uns, welchen wir zweimal hintereinander einsetzen können, ist mir tatsächlich aktuell der liebste. Wir hätten eigentlich nochmal gucken können, ob wir eine coolere Waffe bekommen haben. Und es ist halt auch schön, dass es die Gegner unterbricht beim Laufen. Dass wenn die einem zu nahe kommen, dass man erst nochmal ein, zwei Sekunden Zeit hat zum Nachladen oder draufballern. Hier oben sollen noch welche leben. Hier drüben sieht's gut aus. Ich sehe noch keine. Können wir das anschießen dort? Aua, aua. Hey, ach, hier war ein Geländer. Entschuldigung, ich dachte, ich stehe an der Treppe. Aber wir schlagen uns eigentlich gar nicht so schlecht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, kann man anzündeln, alles klar. Braucht bloß ein paar Schuss. Aua. Ich dachte kurz, er ist eingefroren. Hat das gar nicht gewirkt? Oh Gott, wir sind fast tot. Wir lassen das mal noch eben explodieren. Einer ist wohl da hinten noch. Weiß gar nicht, wie sich das mit dem Leben verhält. Wenn alle Gegner tot sind, werden wir da wieder voll. Das muss ich gleich mal noch beobachten. Bist du da? Ah, hier bist du. Mann, 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 das werden immer mehr von denen. Oh, auf der Karte sind's. Aua, was war denn das? Lag hier noch so eine Mine oder sowas? Scheiße, wir sind gleich tot. Wir brauchen unbedingt Leben. Gib mir Leben. Ja, wir können uns doch immer relativ schnell wieder hochheilen, ne? Also mit Fertigkeit 2 ja sowieso. Mit den anderen Fertigkeiten markieren wir die ja auch. Aua, 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 oh, jetzt sind wir gleich tot. Scheiße. Mach schnell den Move, danke. Die Granaten haben es echt in sich, ne? Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr drauf aufpassen in Zukunft. Ach, und ich brenne schon wieder. Scheiße. Ah, und hier kommt noch ein Boss. Wir haben hier halt aber auch echt keine coole Deckung, ne? Scheiße, sag nicht, wie unsere Muni ist alle. Fuck. Weiß nicht, wie wir zur Pistole umschalten. Ich dachte wenigstens, wir haben die anderen alle erledigt. Und da haben wir ihn. Leben aber immer noch welche. Aber zumindest gab es schon mal Munition. Und noch ein paar Rüstungsteile. Ja, geil. 25 Schuss. Nicht gleich so großzügig. Vielen Dank. Weiß halt wirklich nicht, wie wir auf die Pistole kommen. Das war gerade mal wieder richtig geiles Aiming von mir. Komm schon. Aber es liegt auch wieder Rüstung da. Munition, Entschuldigung. Aber jedes Mal nur 25 Schuss, aber dann haben wir 50 mit hier oben. Mann, 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 das wären ja immer mehr. Haben wir uns ganz schön was vorgenommen dafür, dass wir hätten eigentlich woanders langlaufen sollen. Ja. Und wir haben wieder bloß noch das Scharfschützengewehr. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, Weltstufe 4. So langsam wird es dann doch etwas schwieriger. Halt leider ganz schön Munitionsmangel. Und wir gucken jetzt erstmal schnell ins Inventar, ob wir hier nicht doch irgendwas verbessern können. Handschuhe sind besser. Hose ist besser, Schuhe nicht.
Was haben wir denn hier? Sturmgewehr mit einem 40er Magazin. 173. Hier haben wir 166. Schüsse auf Gegner, die von einem Statuseffekt betroffen sind, übertragen diesen auch auf einen Gegner, der dem Ziel am nächsten steht. Ist halt eigentlich gar nicht so schlecht. Weiß nicht, ob wir das jetzt wechseln. Bloß für eine Waffe, die ein bisschen höher gerankt ist, aber dafür keinen Statuseffekt hat. Ich glaube, wir belassen es erstmal hierbei. Brauchen halt mal echt ganz, ganz dringend Munition. Ansonsten haben wir hier früher oder später ein Problem. Da hinten liegt eine Kiste. Ich hoffe, wir haben erstmal keine Gegner mehr. Aber es sieht ganz gut aus. Hier ist natürlich Loot drin und keine Muni. 206, das ist dann natürlich doch nochmal ein Unterschied. Lass nochmal eben schnell ins Inventar gucken. Ein Sturmgewehr mit einem 40er Magazin. Aber 206 Schaden. Ja, ich glaube, wir wechseln das mal. Gibt's hier nirgendwo Muni. Es sieht wirklich nicht so gut aus. Wir könnten hier oben nochmal eben lang gucken. Und ansonsten machen wir dann weiter. Aber nein, ich glaube, hier ist wirklich nichts. Da hinten ist bloß eine Tür. Was haben wir hier? Bloß ein Sammelobjekt. Auch aber ganz schön lange dafür. Ja, was auch immer das jetzt war. Achso, nein, wir kommen hier nicht durch. Wir haben jetzt hier eine Schnellreisefunktion bekommen. Da hinten war ja eine Tür. Lass mich nochmal kurz gucken. Da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Ja, wir kommen hier nirgendwo runter. Oder ist das der normale Eingang, wo wir reingekommen sind? Nee, ne? Obwohl, doch. Wir sind ja hier hoch. Ja, doch. Entschuldigung. War der Eingang, war jetzt nicht so schnell ersichtlich für mich. Naja, dann müssen wir wohl oder übel die Schnellreise nehmen. Also hier ging es nicht weiter. War bloß eine kleine Mission. Wir sind am Kraftwerk. Wir müssen hier oben hin. Hingabe, das ist unsere aktive Quest. Und genau hier hat sich der Weg gegabelt. Also müssen wir den linken Weg weiter, so wie es uns auch unser Navi angezeigt hat. Hier gibt es wenigstens Muni. Ich glaube, wir haben nochmal Eisen. Sehr schön. Sehr schön gemacht mit dem Wasser hier. Wir haben schon wieder Gegner auf der Karte. Ich sehe sie aber noch nicht. Dachte erst da oben auf den Dächern, aber scheint nicht der Fall zu sein. Dann kriegen wir hier nochmal Muni. Und hier wird es Loot geben. Eine Jacke, die besser ist. Was ist das? Schrottteile. Dann nochmal schnell die Jacke gewechselt. Und dann schauen wir doch am besten mal, was hier Schönes auf uns wartet. So. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Mist. Macht aber auch nur 10 Schaden.
Die Scharfschützen nerven. Die müssen wir erstmal ausschalten. Wo sind sie denn? Da oben ist einer. Der hat mich trotzdem noch getroffen, ja? Mist. Dann halt eben so. Es war ein Kopftreffer und hat trotzdem nicht gereicht, ne? Wir halten echt gut was aus. Aua. Von wo? Da hinten? Ne, da oben. Warum sehe ich da kein Dings? Jetzt kommt er. Jetzt ist der Pfeil da. Wir müssen langsam mal wieder unsere Fähigkeiten aktivieren. Ach, das ist doch nervig. Zwei Kopfschüsse braucht man, oder ein zumindest. Und dann noch einen Körpertreffer. Aber wir müssen wirklich langsam. Nimm den noch mit. Langsam mal ein bisschen weiter vor und Fähigkeiten. Weil unser Leben leidet gerade sehr. Trifft das? Jo. Jetzt ist er markiert. Und wir warten einfach mal ein Sekündchen. Und der zweite bitte auch noch. Danke. Und dann können wir eigentlich mal stürmen. Oh Gott, der war ja richtig weit weg. Au, 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 au. Nee, das ist hier irgendwie nicht so der geilste Standort. Wir sind gleich schon wieder tot. Also ich muss sagen, es ist wirklich schwierig. Und da sind wir gerade mal am Anfang. Ich bin mal gespannt, was hier noch folgt, aber... Es geht halt doch sehr, sehr viel um das Movement anscheinend. Man wirklich immer günstig steht. Shit, 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 shit. Oder es ist halt wirklich einfach nicht die richtige Klasse. Ich weiß es nicht. Ich habe mir noch nicht so viel zu angeguckt. Aber wir sind halt so Pyromant-Feuertyp, ist ja meistens der Damage-Dealer. Das heißt, wir halten nicht viel aus, aber machen viel Schaden. Halt vielleicht wirklich die falsche Wahl für eine Solo-Klasse. Aber wir werden es sehen. Wir kämpfen uns hier schon durch. Treffen wir da? Nö, leider nicht. Na komm raus. Wollte bloß mal kurz gucken. Gab's direkt eine ins Gesicht. Also schnell schießen können sie. Das muss man ihnen lassen. Ui. Jetzt wird's langsam kritisch, was das Leben angeht. Wir müssen irgendwie... Ich habe halt keine Chance. Sobald ich hochgehe, trifft er mich. Wir müssen wirklich warten, bis der sich wieder rumdreht. Und Lebensentzug. Sehr gut. Das haben wir gerade dringend gebraucht. Danke fürs Herkommen. Und damit sind wir lebenstechnisch wieder voll. Passt. Von hier unten schießt es jetzt noch. Weiß nicht, ob der hier rauskommt. Ach, da ist er. Okay. Und ein Ziel haben wir noch auf der Karte. Schlüssel ist geholt. Und damit haben wir auch diese Stage erfolgreich absolviert. Also ich kann mir das schon ziemlich cool vorstellen, wenn man dann die Mission immer wieder wiederholt. Auf größeren Stufen.
wird man dann wahrscheinlich im Netz wieder tausende Videos zu jeder einzelnen Mission finden, wie man da am besten solo durchkommt und halt einfach so Rollenspiel grinden, farmen, alles drum und dran. Hier liegt noch was. Eine Pistole. Wir rüsten die mal aus, aber ich weiß halt echt noch nicht, wie wir darauf wechseln können. Weil wenn ich Scrollrädchen benutze, kommen wir nur dazu, zu den beiden. Entweder nimmt er die erst, wenn Munition leer ist, bei beiden Waffen. Oder es ist doch noch eine Taste, die ich noch nicht kenne. Da war was zum Einsammeln, aber ich weiß nicht, wie wir rankommen. Ich würde bloß nochmal eben hier durchschauen, ob wir noch eine Kiste oder etwas Loot rumliegen haben. Ansonsten geht's dann gleich weiter. Hier oben liegt noch was. Munition. Ich glaube, das war's soweit. Naja, rettet Sahedi. Wir kommen immer näher. Ich denke mal, hier hinter der Tür werden wir dann langsam dem Ziel etwas näher kommen. Morgen 17 Uhr seht ihr es dann. Bis dahin. Macht's gut.